Auf zum Pausenraum, die werden sich freuen. An uns kommt ihr ganz sicher nicht vorbei! Geht lieber auf! Ah, die habe ich schon gescannt. Na dann. Machen wir eine Spezialfähigkeit, während der im Schockzustand ist. Da hebt er ab. Ups. Halt die Augen nach unserem treuen Freund auf. Doofkopf, hallo und danke fürs Abonnieren. Seit 24 Monaten, 2 Jahre werden es dann heute jetzt. Meine Güte, wir sind alle so alt. Vielleicht hier? Aber erst müssen wir diesen komischen blauen Boss besiegen, würde ich sagen. Entdeckung! Das stand nicht im Plan! Verzieh den Schrott auf! Ein älteres Modell. Ungewöhnlich. Schrott auf, also! Verdammt harte Neues! Zielt auf die Beine, wir stürzen ihn. Aber erstmal analysieren. Moment, ich will ihn selber analysieren. Seine Beine muss ich nicht extra analysieren, oder? Das wäre komisch. Ein großes, bewegliches Abwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Es handelt sich um ein altes Modell, das während des letzten Krieges eingesetzt und danach in einem Lager im Helixturm aufbewahrt wurde. Seine Manövrierfähigkeit ist nicht seine starke Seite, doch die ausgezeichnete Panzerung und hohe Feuerkraft macht diesen Malus mehr als wett. Wirksam Blitzigkeit! Bra! Und alles hat mit deinem Fallout 1 Let's Play angefangen. Ach ja, cool. Okay, Achtung, Magie, Blitz. Los geht's, Barrett, Magie, Blitz. Zack. Das ist aber empfindlich. Das ist dein Antriebskern. Dann halt den Köder! Da ist was gekommen! Das sind Drohnen! Dann lasst mich mal ran! Warte mal, kann ich auch schon Superblitz machen? Nee, ich kann nur Feuer verstärken. Okay. Er zielt auf dich! Ich lenke nicht. Beschwören! Yeah! Tifa, du machst auch was. Oh, warte mal. Was ist denn das? Ach so, eine Esper-Fähigkeit. Flammensturz. Ja, meinetwegen. Ich habe keine Ahnung. Los geht's. Tifa, Esper-Fähigkeit. Feuersbrunst. Los geht's. Was ist das? Ah, stimmt. Playlists muss ich grundsätzlich mal wieder überarbeiten. Da kümmere ich mich wahrscheinlich nächste Woche. Vielleicht schaffe ich es diese Woche noch. Mal gucken.
jetzt noch? Weg von den Schienen! Er jagt Strom durch die Schienen. Erledigt. Geschieht ihm recht. Weiter. Ja, hier lang. Ach so, okay. Explodieren darf er von mir aus. Das ist okay. Oh, PlayStation kaputt. Puh. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Störende Störfrequenz. Unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, störende Störfrequenz. Das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese unruhe Stifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja. Selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Artis Mörder, danke schön fürs Followen. Hi. Willkommen. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Er ist so ein glücklicher Mensch. Immer am Lachen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Ich freue mich für ihn. So schmal ist er doch dann auch wieder nicht, Barrett. Selbst du solltest da durchkommen. Geht's, Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eine sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Gute Mistkäfer. Frage. Ist doch völlig egal. Ich würde sagen, das sah aus wie ein Mistkäfer. Ich fand wirklich, ich hatte sofort Mistkäfer-Bilder im Kopf. Es hat nur gefehlt, dass eine große Elektrokugel rumrollt oder so. Unser Aufzug. Hey, fallen da jetzt lauter Gegner runter und ich muss permanent gegen die kämpfen, wie in jedem Videospiel, das so einen Aufzug hat. Eine Krabbe vielleicht, aber ohne Arme. Ah, danke schön. Das freut mich, dass die dir gefallen. Etwas lästig. Die Resident Evil Videos. Ist es längst. Ich liebe es, wenn Plan E funktioniert. Haha. Thank you.
Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F, G und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Biggs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Na dann, aber warum sind wir nicht den gleichen Weg gegangen, den Biggs gegangen ist, wenn der da schon auf uns wartet? Der hat es anscheinend irgendwie leichter gehabt als wir. Haben sie der Original-Hintergründer aus Final Fantasy VII dem Original genommen? Nein, Quatsch. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Das sollte aber wirklich mal jemand reparieren. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. Wartet mal kurz, liebe Verbündete. Ich muss nämlich hier mal die Treppe hochklettern. Befürchte ich. Ich schätze, da gibt's Loot. Kann ich nicht liegen lassen. Ich bin gleich bei euch. Ihr könnt schon mal diese ekligen Insekten hauen von mir aus. Ich komme gleich nach. Machen wir doch wieder nicht. Alles muss man selber machen. Na Nöchen, was ist denn hier? Nix, der doch. Der Schalter für diesen Strahler? Ja, mach den aus. Der Schalter für diesen Strahler? Der Schalter für diesen Strahler. Eventuell kommt das noch, ne? Ich glaube, ich bin hier wahrscheinlich schon zu früh. Irgendwas passiert jetzt, irgendwer kommt, und dann sagt Biggs aus irgendeinem Grund, oder nicht Biggs, sondern Barrett, wir müssen die Strahler ausmachen. Warum? Ist egal. Los. Und dann sage ich, okay. Und dann müssen wir da hoch. Vermutlich. Ja, na dann. Ob der Schalter da geht? Er ist auf jeden Fall nicht für diesen Strahler, weil den Schalter für den Strahler habe ich schon gefunden. Nein, er geht nicht. Wir müssen erst den Strahler ausmachen, oder? Da ist kein Strom drauf. Wir könnten es da oben mal versuchen. Ein Kontrollraum? Sehen wir nach. Ach so, na dann. Ob das Tor gar nicht benutzt wird? Ich glaube, hier oben verirrt sich generell niemand bei Verstand hin. Aber irgendwer muss die Anlage doch warten. Hier pfeift alles aus dem letzten Loch. Hoffentlich gehen die Geräte noch. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf? Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist...
Ich hätte ihn vorher schon ausschalten können. Das nervt mich immer ein bisschen, wenn Spieler einem hier so einen Riegel vorschieben und einem nicht schon Progression geschehen lassen, die noch von nicht hier aus sieht man erstmal, wie so weit so eine Sonne ist. Wisst ihr, was ich meine? Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Ja, genauso wie beim letzten Mal, als ich hier oben war, halt. So. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Jetzt haben wir einen Retina-Scanner. Na also, nee. Hat geklappt. Ach so, eine Danke, Cloud. Bitte, Tifa. Damit werden wir in Abschnitt gehen. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Autsch! Es wird angehen. So, ich soll doch für den Auftrag Fähigkeiten benutzen, wenn die geschockt sind. Auf das werde ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Na, wenn die mal nicht nachher plötzlich alle wieder anspringen. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Warum sind das die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Shinra abbaut. Okay, cool. Ich glaube, ich habe mich verlaufen, aber Loot. Giftmüll. Yay. Kann man immer brauchen. Hey, warum pumpen ihre Abgase runter in die Slums? Penner. Das müsste doch echt nicht sein. Könnte man den nicht zur Seite ableiten oder sowas? Naja. Mach's gut, Fallen Crusader. Heute geht's eh nicht so lange. Heute sind nur 3 Stunden auf dem Plan. Um 8 ist heute schon Schluss. Was ganz gut ist, weil ich bin echt ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht genau, warum. Oh, orientieren. Okay, jetzt passt auf. Wenn ich jetzt hier... und dann... Ich laufe einfach mal hier weiter. Keine Ahnung, wird schon stimmen, oder? Bestimmt. Ja, hier waren wir noch nicht. Passt schon. Gut, gut. Gut, gut. Oh, morgen Abend Nintendo Direct um 11. Da bin ich gespannt. Also wenn ihr das auf YouTube jetzt seht, dann ist die schon lange vorbei. Aber live jetzt hier... Da bin ich gespannt, was da gezeigt wird. Ich hoffe, Nintendo hat irgendwas Cooles... für uns vorbereitet. Limit! Nee, ich mach jetzt trotzdem eine Fähigkeit. Wenn man in einem
Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinausfindet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Das machen die schon wirklich gut, ne? Dass die Charaktere einfach sympathisch werden. Das wäre cool. Wir haben ja 35 Jahre Zelda, ganz genau. Da ist ja die Theorie von einigen, eine naheliegende Theorie, dass die so ähnlich wie letztes Jahr, so von wegen Jahr Mario und so, jetzt dieses Jahr zu einem Jahr Zelda-Jahr machen. Mit so einem Zelda 35-artigen Spiel und dem neuen Zelda Breath of the Wild und vielleicht noch irgendwas Zelda-mäßigem und so, ne? Versteht schon. Ein paar Zelda-Klassikern für die Switch, so die ganzen Zelda-Retro-Spiele. Das wäre schon cool. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich dachte, hier geht's weiter, aber irgendwie muss ich doch wieder zurück und über die Treppe hoch? Aber das kommt mir komisch vor. Für was gehe ich denn dann hier überhaupt her? Ich meine, gut, hier war ein Schatz und Loot und so. Vielleicht tatsächlich deswegen. Ich meine, irgendwie ist hier sonst nichts, ne? Nö, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir wirklich mal die Treppe hier hoch bei G. Und der auf den neuen Smash Brothers Charakter bin ich wirklich gespannt. Cloud und Sephiroth haben wir jetzt schon in Smash Brothers. Bin gespannt, wer da jetzt noch kommt. Ich gehe mal davon aus, dass ein neuer vorgestellt wird. Morgen. Wird es vielleicht... Ich meine, die Protagonisten aus aktuell erfolgreichen Japano-RPGs haben es ziemlich oft als DLC ins Spiel geschafft. Also, der Protagonist von Yakuza Like a Dragon, Ichiban, oder vielleicht auch von Genshin Impact, der Traveler, wären Kandidaten, die ich nicht ausschließen würde. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Aber Genshin Impact wäre zu kurzfristig. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Ups. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Das war gleich. Warte mal, die muss ich noch scannen, die Fischis. Nein, zu spät. Hätte ich mal früher scannen sollen. Na? Nichts hält uns auf. Zumindest ich nicht. Einem Star Wars-Spiel. Interessante Theorie. Seht mal, vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Aber ich meine, die ganzen coolen Figuren kann man nicht nehmen, weil die ja quasi aus Filmen sind und... Ich hab keine Angst. Ein Fuß vor dem anderen. Schön vorsichtig. Videospielprotagonisten sind jetzt nicht wirklich so ikonisch. Ja, jetzt hab ich runtergekommen. Star Wars-Universum. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht!
Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Ja. Mir nach, Leute. Wow, ganz schön zugig hier, was? Ein bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Das sieht schon echt komisch aus, dass die hier einfach so eine 2D, ja, Skybox, eine Groundbox dahin geklebt haben. Die ist 50 Minuten lang. Das ist wieder eine richtige Direct. Die erste seit September 2019. Was ist denn das? Bin da wirklich gespannt. Ich meine, es werden alle enttäuscht sein. Es werden garantiert alle enttäuscht sein. Nintendo kann nur enttäuschen mit der Direct, glaube ich. Weil nach so langer Zeit sind die Erwartungen ziemlich groß. Deswegen, naja. Puh, irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Wollen wir vielleicht nicht alle gleichzeitig über die Marschen Holzbalken hier gehen? Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Ich bin ja gespannt. Angeblich soll ja auch ein Resident Evil Revelations 3 für die Switch in Entwicklung sein. Ob man da vielleicht schon was sehen könnte? Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Biggs gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tja, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Ja. Warum denn nicht? Das war's dann. Ich hau Luftlöcher. Warum nicht? Da, der Schalter. Na dann, Licht aus. Ja, Metroid Prime 4 ist natürlich auch ein Kandidat. Die haben aber schon angekündigt, dass es sich nur um Spiele handeln wird, die es schon gibt und die in der ersten Jahreshälfte erscheinen wird. Also hauptsächlich. Dass die irgendeinen kleinen Trailer oder Teaser zu irgendwas bringen, das erst irgendwie Ende des Jahres oder vielleicht sogar nächstes Jahr kommt, ist nicht ausgeschlossen natürlich. Aber man darf nicht zu viel erwarten. Weil in der ersten Jahreshälfte, weiß man erfahrungsgemäß, erscheinen jetzt nicht gerade die großen AAA-Titel. Also die großen Monster-Titel, die hebt man sich dann doch fürs Weihnachtsgeschäft aus. Ja, aber während ich das sage, fällt mir ein, dass letztes Jahr WZ Animal Crossing erschienen ist, was so ziemlich das erfolgreichste Nintendo-Spiel des Universums aller Zeiten war. Insofern, naja. Aber so ein Zelda oder ein Metroid wird halt zu Weihnachten kommen, ziemlich sicher zum Weihnachtsgeschäft. Und nicht irgendwann Anfang oder Mitte des Jahres, das wäre komisch. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Wenn nicht gerade ein Konsolenstart jetzt ansteht. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung, Abwehrsystem wird hochgefahren. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom.
Na super. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Warum machen die das überhaupt so umständlich hier mit diesen Elektrosonnen und so weiter? Hätte man nicht Lichtschächte bauen können, Spiegelsysteme, damit man echtes Licht runterbringt? Oder wollen die das vielleicht gar nicht? Weil sie einfach nur böse sind. Barrett wird es wahrscheinlich glauben, dass es so ist. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Wo denn, wer denn? Ach so, genau. Mittelstreckengeschütze. Mittelstrecken. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Ja, mach das bitte mal. Ich stehe hier dann so rum und guck mal. Los. Ah! Kann ich die? Haben wir die schon gescannt? Nein, dann scannen wir mal die Alpha-Laser. Ein autonomes Abwehrsystem aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Es wird eingesetzt, um Makoreaktoren und andere wichtige Einrichtungen zu bewachen. Sobald seine Sensoren Eindringlinge erfassen, wird das Feuer eröffnet. Ja, da können wir jetzt nur blöd gucken, bis sich unser... Ne? Barrett! Ich könnte auch auf Barrett wechseln eigentlich. Aber der macht das schon. Aber beim nächsten Mal übernehme ich Barrett an so einer Stelle. Erstmal verschnaufen. Na, das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Toll! Muss unser Glückstag sein! Strahler. In der Satzung können die den Slums. Wir behalten unser Ziel im Auge. Slums über eine höhere Pauschale für den Strom abknöpfen. Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Aber könnten die, ne, wenn die hier so eine Diktatur sind, könnten die auch sagen, hier für die Wartung des Sonnenlichtspiegelsystems steuern. Insofern. Kurzen Prozess. Okay. Komm schon. Ich zähle auf dich. Oh, Schiebpferdchen. Wartet mal. Cloud. Lass mich mal. Schiebpferdchen scannen. Alles geben. Hippocamp. Ein amphibisches Lebewesen. Wo haben denn die hier Wasser? Das feuchte Lebensräume mag und sich vom Blut anderer Lebewesen ernährt. Okay. Es spürt seine Opfer durch Vibration und Temperaturveränderungen auf. Oh, ich glaube, es hat mein Blut geschnuppert. Einmal Blitz, einmal Eis und einmal nochmal Blitz. It's super effective. Wo lang jetzt? Ich habe die Orientierung verloren. Da lang. Okay. Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Der scheint jetzt zu gehen.
Da leuchtet irgendwas so auffällig. Nein, hätte ich da irgendwie... Nein! Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Na wohl, vielleicht. Die Welt braucht nur eine Sonne. Die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Unbedingter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingereicht. Nur kein Über. Ein automatisches Abwehrsystem, das Eindringlinge erfasst und mit rotierenden Maschinenkanonen bekämpft. Bei diesen Exemplaren handelt es sich um einen frühen Prototyp mit langsamer Feuerrate. Das war ein unnötiger Overkill. Was? Hier und weiter. Yippie, wir haben's geschafft. Kommt jetzt ein Freudentanz. Moment mal. Den haben wir schon ausgeschaltet, oder? Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Irgendwie? Oh oh, jetzt habe ich... Oh, ja wirklich, wir sind wieder hier. Wie sind wir denn hierher wieder hierher gekommen? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Hier haben wir gerade gekämpft, ne? Dann... Wir sind hier mit dem Aufzug angekommen. Dann gehe ich mal da lang. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Wenn wir noch einen Strahler löschen, sollte es gehen. Fahren wir mal mit dem fährt der nach oben, der Aufzug? Hoffentlich. Oh nein! Der fährt aber auch richtig. Gut. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierung. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Ich glaube, eigentlich muss ich eher da lang, oder? Ich gehe trotzdem mal kurz da runter. Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal nicht so. Nee, du hast schon recht. Da gehen wir nicht lang. Aber hier geht's nicht weiter. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Kann ich die auch irgendwie... Ach so, ja, kann ich. Na dann. Aber jetzt schauen wir schon noch mal kurz hier rein, oder? Das sieht doch verdächtig aus. Ist es aber ganz und gar nicht anscheinend. Naja, okay. Dann auf zum letzten Strahler. So gut wie erledigt. Ich mach das. What? One-Hit mit Feuer gekillt? Die Dinger halten mir gar nichts aus. Ah, ich werde hier gesiebpferdchen. Hilfe bitte. Hier kommt Baron. Mach das Mist schon fertig. Was ist jetzt los? TP und Heilung. Oh, hat irgendwer so wenig Lebensenergie? Cloud, tatsächlich. Diesmal wirklich. Okay. Mein Gott, bist du ein nerviges Ding. Ich find's nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, wo das hin ist. Nimm mal Eis her. Cloud, mach du auch mal was. Hier
Kraftwaffe! Zieh dich zurück! Sorella. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Meine Güte. So, einen Moment. Erstmal den Schatz da hinten holen, ganz genau. Was da? Magischer Armreif. Da muss ich echt mal... Ich muss mal wieder Inventar managen. Wir haben schon ein paar Sachen gefunden, die vielleicht gut wären für manche einen. Aber das mache ich immer gerne in Ruhe, nach so einer Mission und nicht mittendrin. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud. Ich finde es witzig, dass sich die Minimap nicht verändert. Auf der ist dieses Ding hier, das Gestänge hier immer noch da, wo es vorher... Das ist jetzt aber, jetzt muss ich mal kurz was machen. Das ist nämlich schon sehr komisch hier. Ich glaube, hier kann man doch ein bisschen was optional loot. Ich komme nicht ans Pult. So, jetzt. Ich habe einen Plan. Jetzt räumen wir da oben die Kisten ab. Ja, das ist cool. Das finde ich nett. Das ist schön gemacht. Das ist wirklich schön gemacht, ne? Nett. So, dann gehen wir jetzt noch zurück zum Aufzug, weil, wenn wir jetzt Schluss machen, dann weiß ich beim nächsten Mal ziemlich sicher überhaupt nicht mehr, was los ist und verirre mich komplett. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen. Okay, cool. Das ging schnell. Dann würde ich sagen, speichern wir. Und machen für heute Feierabend. Prostmahlzeit. Na dann. Cool. Machen wir Schluss für heute. Ah, schön war's. Danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Danke für die Bits und fürs Zusehen und für alles und fürs Abonnieren. Und ja, passt mal auf. Genau, nächsten Dienstag geht es dann ganz normal weiter mit einem weiteren Dienstagstream. Wieder um 17 Uhr, würde ich mal sagen. Aber auf Discord gebe ich es dann nochmal genau Bescheid. Und genau, wie immer landet alles natürlich auch auf YouTube in Let's Play Form. Auf Landsquid Brother Let's Play. Danke fürs Zusehen. Bis bald. Gute Nacht schon mal. Ciao.